So, hallo. In der aktuellen, also in der heutigen Folge, die ist ein bisschen kürzer, da ist nämlich ein bisschen was schiefgelaufen. Und zwar hat Audacity nicht aufgenommen, obwohl ich auf Aufnehmen gedrückt habe. Da gab es ja irgendeinen Bug oder sowas. Ja, jedenfalls, was in der Folge passiert, wir haben eigentlich den Krieg endlich gewonnen gegen Großbritannien. War jetzt auch nicht weiter schwer, nachdem wir schon auf der Insel gelandet sind. Wir sind dann am Anfang auf der Insel gelandet. Die Insel an sich, das zu gewinnen, war kein großes Problem mehr. Haben dann quasi Großbritannien vernichtet, haben dann quasi die Friedensverhandlungen gehabt, die haben ein bisschen länger gedauert und haben dann halt die Vorbereitungen für den Krieg gegen Russland getroffen. Und der hat dann auch gleich angefangen. Ich lasse das Ganze jetzt einfach im Hintergrund laufen, 300-400% beschleunigt. Da seht ihr das Ganze ein bisschen in verschnellerter Form. Ich werde jetzt das Ganze nicht nochmal nachkommentieren. Zum einen sind wir jetzt schon in der Folge 16 oder sowas. Da ist halt das Interesse nicht mehr ganz so hoch, dass ich jetzt da wirklich nochmal eine halbe Stunde das alles nachkommentieren würde. Deswegen machen wir das jetzt einfach so, wir machen einfach eine kurze Folge draus, hauen das Ganze in 400%, 500% die Beschleunigung rein. Ihr seht trotzdem, was in der Folge alles passiert ist. Und tut mir leid, schickt eine Petition an Audacity, dass sie ihr scheiß Programm auf die Reihe kriegen. Aber wie gesagt, tut mir wirklich leid, ich würde euch gerne die komplette Folge zur Verfügung stellen, aber ja, shit happens. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß mit der Folge. Und das Einzige, was ich noch gesagt habe am Ende von der Folge, wir sind jetzt quasi im Krieg gegen Russland, der ist groß, Russland hat um die 700, 800 Divisionen. Ob ich danach weitermache oder nicht, hängt halt auch davon ab, wie groß das Interesse jetzt letzten Endes noch ist. Deswegen, wenn ihr weiterhin möchtet, dass ich das Ganze hochlade und mache, also quasi die Kampagne zu Ende spiele, komplett als Weltherrschaft, dann lasst mich das bitte wissen, gebt einen Daumen nach oben. Wenn das Video 10 Likes schafft, mache ich weiter. Wenn es das nicht tut, mache ich nicht weiter, dann mache ich mit neuen Projekten weiter. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, die auf alle Fälle kommen wird, weil Russland müssen wir trotzdem erst nochmal besiegen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß mit dem Video. Macht's gut. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist, während ich mir das Video gerade angeschaut habe, also so wie es jetzt dann gleich rausgeht, dass das mit der 250%igen Geschwindigkeit sich die Musik irgendwie cool anhört. Oder wie findet ihr das? Lasst mich mal wissen.
Woo!